6, 7, 8, 9. Mache ich 9 draus. Speerwerferin. Ich nehme hier noch 2 Speerwerferinnen. Bei. Mit so einem Streitwagen wäre nicht schlecht. Und die 2 noch, ja. Weil noch ein bisschen Stein und Nahrung. Wer sagt eigentlich, es sei aussichtslos, wieder zurück nach Hause zu gelangen? Nichts ist aussichtslos. Mein Vater zum Beispiel. Er glaubt bis heute, dass man als Wissenschaftler einen sicheren, aber langweiligen Job hat. Ach, wenn er mich jetzt sehen könnte. Man muss das Problem in mehrere Teilprobleme zerlegen. Erstens, wo sind wir? Zweitens, wo ist, relativ dazu gesehen, die Erde? Drittens, wie sind wir hierher gelangt? Und viertens, führt derselbe Weg auch zurück? Erst wenn wir die Antworten auf diese Fragen kennen, können wir einen konkreten Plan für die Rückkehr fassen. Solange interessieren mich andere Dinge. Zum Beispiel, die Eingeborenen kennen weder Donner noch Blitz. Wie kommt das? Funktioniert Elektrizität hier anders? Und wieso sehen wir keine Alten? Ich habe das Gefühl, dass die Menschen in dieser Welt eine weit längere Lebensspanne haben als wir. Faszinierend. Alleine um den Himmel zu kartografieren und die Planeten zu benennen, werde ich Wochen brauchen. Wir werden uns also die Zeit bis zur Heimreise schon vertreiben. Aber eines Tages geht es zurück. Ich bin mir sicher, Schrödingers Katze ist zu 50% lebendig und wir sind zu 50% bereits wieder zu Hause. Wir wissen es nur noch nicht. Ja, Schrödingers Katze. Da gibt's zudem noch in WoW so ein Haustier, das habe ich. Und es hat auch Schrödingers Katze. Oh ja, das finde ich richtig toll. Oh, mit dem ollen Schimmelsurfbrett. Ah. Menschen, die ein sensationelles Angebot zu schätzen wissen. Mein Name ist Larry. Ich bin Präsident des größten Zusammenschlusses unabhängiger Händler der Welt. Präsident? Beinahe einstimmig gewählt. Beinahe? Naja, mein Bruder Harry war dagegen, aber Barry und ich, wir haben ihn einfach überstimmt. Ah ja. Und ihr habt jetzt ein tolles Angebot. Ja, und es ist nicht im Laden erhältlich. Hört mir zu, mein Bruder Barry wird von einem Haufen Amazonen festgehalten. Ich möchte, dass er ihn da rausholt. Ihr müsst mir unbedingt helfen. Bitte! Und was haben wir jetzt dann? Ja, naja, also zufällig habe ich eine ganze Menge Steine an Bord und die würde ich euch geben. Und wenn ihr euch jetzt entscheidet, dann packe ich noch einen Freiflug mit meinem Zeppelin gratis mit dazu. Na, was sagt ihr, hä? Abgemacht. Akzeptierst du Kreditkarten? Okay, Freunde, ich werde mal eine Runde. Genau drehen. Hier oben. Vielleicht kann ich da hilfreiche Tipps geben. Wow. Kostenfrei, versteht sich. Ein T-Rex-Titan. Solange man auf dem Rücken von dem Vieh bleibt, ist man vor ihm sicher. Ah, okay. Das gibt's? Ja. Auf dem Weg. Die haben einen T-Rex-Titan. An dem Vieh kommt man so schnell nicht vorbei. Ich mach das schon. Aber ich kann mir sicher denken, dass die doch mehr als nur den haben. Bin bereit. Hallo? Auf geht's! Ja, ja! Oh, da hält ihr.
Und ein paar Carodontosaurier. Die darf man auch nicht zu unterschätzen. Ja, geht klar. Gibt's Arbeit? Diese Mission gehört, glaube ich, mal zu meinen Lieblingsmissionen. Genau kann ich das aber nicht genau sagen. Bauen wir erstmal eine Kaserne. Ungefähr. Hier, genau so hin. Und dann da noch ein Steinmetz. Hallo? Und dann würde ich sagen, dass ich eventuell die Carodontosaurier vielleicht mal entfernen sollte. Wobei, damit warte ich noch ein bisschen. Ich möchte unnötig, Einheiten vergeuden. Oh, meine Framerate ist gerade auf 20. Okay. Schwankt gerade etwas hin und her. Nom 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 nom. Ja? Wie wär's noch mit dem Haus hier, Ollen? Arbeiter, wenn ihr schon gerade so weit oder so drauf seid. Oh ja, und erkundet hier jetzt die Gegend. Da hinten würde es sich lohnen, ein Forsthaus zu bauen. Ich glaube, da werde ich noch eins hinbauen. Einfach damit ich jetzt dann hier ein bisschen mehr Lagerkapazität habe. Und dann mache ich mir einfach mal schon mal drei Steinarbeiter. Hallo? Ja, yeah, Streitwagen. Und ich kann sehen, wenn ich angegriffen werde. Und ich werde angegriffen. Ja. Und das nicht allzu kurz. Oder das und das nicht in allzu langen Abständen. So in kleineren, schnelleren Abständen, würde ich sagen. Geht's Arbeit? Ja. Also beispielsweise ich töte die Angreifer und daraufhin kommen dann halt neue. Und dann dauert es ein bisschen, bis die neue, bis sie welche produziert haben. Aber, und dann greifen die dann. Weil die, das ist so, die sind da immer so in Dauerproduktion. So gesehen. Mit ihren Sachen. Und das ist etwas schlecht. Nein, die sind also in Dauerproduktion und sammeln die an einem Punkt. Wenn die genug Einheiten haben, dann greifen sie einen immer an. Das ist eigentlich in jedem Spiel so. Und daran wird sich wahrscheinlich nie was ändern. Weil das ist halt hier... Das ist halt die KI. Die macht das automatisch. Die ist so programmiert darauf. Und so. Den Ort, da habe ich... Ich würde mal sagen, die Holzfäller. Was gibt's? Gibt's Arbeit? Von mir aus. Fällen jetzt erstmal hier das da weg. Ihr Baubimbos. Ja. Baut mir hier einfach mal eine Taverne hin. Und noch ein Haus. Haus geht vor. Warum nenne ich die überhaupt Baubimbos? Na, keine Ahnung, weiß. Einfach weil es wahrscheinlich die Baubimbos sind. Nein, Bela, du musst denn hier nicht herher provozieren. Hallo? Feuer frei! Feuer frei! Und dann töten wir den mal. Ja, ja! Oh! Oh! Auf geht's! Oh! Ja, ja! Und dann erforschen wir mal Epoche 2. Währenddessen hole ich mir mal zwei Axtkrieger. Sicher ist sicher. Krieger steht bereit. Auf geht's!
Und ich töte die jetzt, weil ich auf die, weil ich die Schädel haben will. Theoretisch könnte ich den Karachodontosaurus auch töten, aber nur wenn Cole den antankt. Cole, du musst tanken. Ich gebe. Der rennt hin und dann wieder zurück. Platz da. Sie dürfen nicht entkommen. Auf dem Weg. Hallo? Oh oh, da kommt der zweite Orte. Zielt auf den Kopf! Angriff! Zielt auf den Kopf! Um Angriffe besser abwehren zu können, sollten sie Mauern errichten. Ja, ja! Feuer frei! Würde ich sagen, dann töten wir den mal, weil der hier jetzt so allein rumrennt. Zielt auf den Kopf! Oh oh, der Streitwagen wird angegriffen. Ja, auf geht's! Ja, ja! Oh! Oh! Ja. Okay, ich glaube, ich werde den Asteroiden unbedingt brauchen. Was gibt's? Weil ohne den läuft hier nichts. Baut mir ein Reisfeld hin. Reisfeld, was sag ich da? Gibt's Arbeit? Gibt's Arbeit? Ihr Bimbo sollte abbauen. Komm, dann mache ich hier wieder 6 Stück. Die müssten eigentlich reichen. Was geht? Und einen von den Bauleuten hier, die. Unterweg, geht klar, geht klar. Da! Geht dahin. Da unten. Das sieht aus wie ein Schmuckstück meines Bruders! Es ist verloren haben. Oder er hat eine Spur gelegt, die zu ihm führt. Ja, das könnte sein. Hoffentlich hast du recht. Ja, dann hat er seine anderen beiden Schmuckstücke bestimmt auch geworfen. Wir müssen unbedingt die Augen danach offen halten. Ja. Ich frage mich nur, wie es da bei so Amazonen hat. Wenn der so bei denen ist. Arbeit? Ich weiß es ja selbst, ich weiß es ja nicht. Ich war ja noch nie bei Amazonen. Und ich glaube mal, ich habe jetzt im Moment auch nicht vor, bei welchen zu sein. Ich habe nicht genug Holz. Arbeit? Von mir aus. Schon unterwegs. Mit dem Speer voran. Ich würde mal sagen, ich sortiere mir hier die mal. Arbeit? Was gibt's? Was gibt's? Ha, bin bereit. Ja. Was gibt's? Gibt's Arbeit? Gibt's Arbeit? Ja. Ah. Was? Bin bereit. Bin bereit. MacGregor. Warum ich gerade MacGregor gesagt habe, weiß ich auch nicht. Arbeiter ist bereit. Gibt's Arbeit? Das ist mir gerade einfach so in den Sinn gekommen. Speerwerferin versetzt. Was gibt? Wobei, bei solchen wilden Amazonen zu sein, da wäre doch irgendwo gar nicht mal so schlecht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Oh Mann, das wird hier schon wieder etwas. Was geht? Ich werde nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Nein, Spaß. Ich hoffe, ihr könnt meinen Stuhl eigentlich nicht hören. Wobei, den hört wahrscheinlich jeder. Den hört man wahrscheinlich sogar einfach dann draußen. Den Stuhl, der ist jetzt zwar nur 2 Jahre alt, aber knarzt wie so ein, keine Ahnung, 1000-jähriger Lederapfel oder sowas. Wobei, nein, das sagt man ja nur bei. Der sieht ja aus wie so ein 100-jähriger Lederapfel. Krieger,
stets bereit. Zumindest sagt es mein Vater so. Oder du hast der hat Falten. Oder das sagt er auch meistens immer zu mir, wenn ich hier so Augenringe habe. Wobei ich habe eigentlich permanent Augenringe, das kann ich nicht vermeiden. Ich weiß auch nicht wieso. Liegt vielleicht auch wieder daran, wann ich so in der Früh aufstehen muss und sowas momentan, weil ich schlafe nur ungefähr unter der Woche, wenn Schule ist, nur so ungefähr 6 Stunden. Weil ich muss um 5:30 aufstehen und gehe um 11:30 pennen. Gibt's Arbeit? Weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt oder so. Naja. Und aber dann, wenn ich immer, sobald ich immer irgendwo Augenringe habe, dann sagt er immer so, du hast wieder Augenringe wie so ein 1000-jähriger Lederapfel. Oh. Aber naja. Da kann man nichts dagegen tun. Wenn Leute sowas sagen. Ich würde in Erwägung ziehen, die jetzt zu töten. Die Baubimbos können mir da hinten dann noch. Meldung, dass es fertig ist. Endlich. Ja, was greift er an? Was greift er an? Was greift er an? Los, tötet ihn! Schnell! Wird er einfach nur so hin vor sich hin trottet. Oh oh, er läuft Richtung Bela. Da will er wahrscheinlich Bela angreifen. Der ist jetzt tot. Macht euch bereit. Oh, die bringen 54. Yeah! Und da oben sind Gallimimus. Ja. Auf das Nest, los! Ich will noch mehr von denen rauskommen. Oh. Axtkrieger wird angegriffen. Ich höre. Bin unterwegs. Das war knapp. Gibt's Arbeit? Gibt's Arbeit? Ja. 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 Gibt's Arbeit? Was gibt's? Gibt's Arbeit? Ja. Was gibt's? Ja. Gibt's Arbeit? Ja. Was gibt's? Ja. Ja. Nächste Aufgabe. Nächste Aufgabe. Was hast du vor? Ich will kämpfen. Vortreffliche Entscheidung. Ich mach das schon. Oh, wie hier die Lichter in den Häusern dann angehen. Wenn's dünkel wird. Geht klar. Von mir aus. Okay, das mit dem Meer tragen, das geht ja schon. Okay, dann machen wir mal ein paar zwei Kentrosaurier. Kampfkeiler zur Stelle! Watschk! Das sieht bestimmt wieder scheiße an. Und dann kommen solche Kommentare bei Asgard. Es hört sich doch irgendwie um alles, was du hier singst oder so, hört sich für dich doch immer schön irgendwie scheiße an. Das könnte vielleicht daran liegen, dass ich habe keine Ahnung eigentlich wieso, aber ja, dass ich mich vielleicht irgendwo schäme oder sowas dafür. Nein, eigentlich nicht. Bin ja stolz hier auf das Ganze, dass ich hier so YouTuber bin. Und ich guck mal. Wenn die hier bauen, machen wir mal das Handy an. Ja. Ich habe so gut wie keinen Akku mehr.
Oh, Aiblani hat ein neues Video hochgeladen. Dass ich mich schon angeguckt habe. Was gibt's? Dieses neue die neuen Creeps. Guckt es euch an. Ich finde es gut. Ja? Wenn ich es gut finde, dann müsst ihr es auch gut finden. Es gibt aber auch Leute, die gucken sowas nicht mehr. Diese Leute kenne ich auch. Warum auch immer die das nicht mehr gucken. Das ist aber eigentlich richtig cool. Bauen wir mal hier auch noch Maschinenbau. Aber na gut, das ist deren Sache.